Heute gibt es mal wieder einen kleinen Ausflug zur Museumsfeldbahn Leipzig-Lindenau. Es gab zwar bisher noch keine Fahrtage in diesem Jahr, Züge fahren aber trotzdem immer mal. Heute macht die Hanomag-Dampflok einen Ausflug in die Schönauer Lachen. Dazu wird sie als erstes aus dem Lokschuppen geholt, geölt und angeheizt. Das Anheizen dauert nur wenige Minuten, denn die Lok ist nicht betriebsfähig. Hier geht es nur um die Optik. Eine Dampflok ohne Dampf ist ja nur halb so schön anzusehen wie eine, die auch dampft. Und eine Dampflok bei einer Feldbahn braucht natürlich auch ein Verlorenwagen, wenn sie auf große Fahrt geht. Falls ihr mehr über die Hanomag Dampflok und ihre Geschichte erfahren wollt, verlinke ich euch das Video dazu in der Videobeschreibung. Mittlerweile hat sich der kleine Lorenzug in Bewegung gesetzt und wird vom Team der Museumsfeldbahn fotografisch und hocherfreut begleitet. Es sieht doch wirklich sehr idyllisch aus, wie die grüne Lok durchs Grüne fährt. Also dann, genießt das Wochenende, egal ob mit oder ohne Eisenbahn.